In diesem Video möchte ich auf das Thema Stop-Management eingehen, beziehungsweise wie ziehe ich denn einen Stop richtig nach. Und dazu habe ich auch mir mal ein Word-Dokument erstellt. Das habe ich auch als PDF-Datei. Ah, jetzt habe ich es hier gerade verloren. Das habe ich auch als PDF-Datei, nur das muss ich nochmal suchen. Das weiß ich gerade nicht, wo ich das auf meinem Rechner habe. Und das werde ich auch auf unserer Internetseite www.mb-teamtrader.com. .de veröffentlichen. Die wichtigsten Stop-Loss-Regeln, ich hatte ja schon mal in dem Webinar bezüglich wichtige Prinzipien des Börsenhandels oder wie will man, ja, auch der Heilige Gral, wie ich es mal genannt habe, habe ich ja mal gesagt, dass man viel standardisieren soll, viel in vielen Dingen Routine reinbringen soll, Regeln reinbringen soll, um auch das Trading gewissermaßen einzuschränken, auch wenn das Wort eher negativ behaftet ist. Es erleichtert aber eher das Trading. Ich habe hier zum Beispiel sowas gemacht damals, und das sind meine Stop-Loss-Regeln. Und die möchte ich jetzt mal ganz kurz mit euch besprechen. Sind nur 5 Stück. Und die erste ist, der Stop-Loss begrenzt das Risiko. Da will ich sofort zur zweiten, weil da will ich jetzt nicht näher drauf ein. Das ist natürlich klar. Aber das hat jetzt nichts mit der Intention des Videos hier zu tun. Stop-Loss gehört nun mal beim Trading dazu, um Risiko zu begrenzen. Das ist die wichtigste Regel, deswegen ist es die erste, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich will eher auf die zweite eingehen, nämlich das Stop-Management wird aus dem Strategieplan entnommen. Und das ist schon die wichtigste, und damit kann ich die Frage, wie ziehe ich denn einen Stop richtig nach, nicht pauschal beantworten. Ich werde das jetzt anhand von einem Trend-Trade oder für das Trend-Trading erklären, aber ich kann das nicht für jede Strategie pauschalisieren. Es gibt Strategien, zum Beispiel für die Daytrader unter euch, zum Beispiel die Eröffnung traden, da gibt es ja auch die ein oder andere auch bekannte Strategie. Da ist es einfach so, da hat man keinen festen Stop, da hat man keinen festen Exit. Da hat man einen festen Stop, da hat man einen festen Exit, und beides wird in der Regel zu 100% geholt, eins von beiden. Und da gibt es, da sieht der Strategieplan es einfach nicht vor, dass irgendwie ein Stop nachgezogen wird, dass ausgescaled wird. All solche Geschichten. Deshalb gibt sowas zum Beispiel wie Stop nachziehen da überhaupt nicht. Und deswegen ist das Allerwichtigste, der Strategieplan bestimmt, wie der Stop letztendlich gemanagt wird. Die dritte Regel ist, kein Alibi-Stop. Und das ist, was ich eigentlich immer falsch gemacht habe. Ich hatte damals ein sehr, sehr, sehr kleines Trading-Konto und konnte auch den DAX, also ich habe damals fast nur den DAX gehandelt, auch nur als CFD mit einem Stop von ca. 10, 15, 20 Punkte handeln, als Stop-Abstand, was dazu führte, dass ich nur diesen Stop-Abstand genommen habe. Das heißt, ich hatte, natürlich war ich auch nur im M5-Chart, also im 5-Minuten-Chart unterwegs, wenn wir uns das jetzt hier mal angucken. Egal, was ich hier gemacht habe, ich bin irgendwo dann Short rein und mit einem Stop-Abstand dann halt von zum Beispiel 10 Punkte. Also wenn ihr euch jetzt zum Beispiel jetzt überlegt, ohne dass ich jetzt hier genau jetzt was sagen möchte, wenn ich jetzt hier Short reingehe und sofort einen Stop-Abstand habe bis zu 43, dann ist das schon mal sehr eng und es ist weder charttechnisch noch markttechnisch begründet. Ich habe hier dann noch, dadurch, dass ich noch keine Strategie habe, ist das sehr, sehr wahrscheinlich, dass das auf Dauer, na gut, das ist nicht nur wahrscheinlich, das ist sicher, dass es auf Dauer nicht gut gehen wird. Deshalb ist das auch eine der wichtigsten Regeln, kein Alibi-Stop, und da kommen wir auch schon zur vierten, nämlich der Stop muss technisch Sinn machen. Und dazu ein Trade von mir, den ich aber uns in der Facebook-Gruppe Deutscher Trading Room gepostet habe. Also ich will mich da jetzt nicht großartig loben, der hätte auch genauso ins Minus gehen müssen. Das ist jetzt hier ja keine große Kunst, es ist einfach, der Trade ist jetzt einfach aufgegangen. Und jetzt will ich Ihnen ganz kurz mal als Beispiel hier nennen. Wir hatten hier uns in der Korrektur short positioniert. Es war hier auch ein sehr schöner Entry, den ich eigentlich nicht immer erlebe, weil er genau danach schön gefallen ist. Also es war wirklich eine Punktlandung, kann ich ganz kurz sagen, als Setup einfach aus der Korrektur oder in der Korrektur
den Short suchen. Dann habe ich diese markanten Tiefs hier dazu genutzt, mich dann hier einzukaufen. Also, dass er einfach hier einen Pullback macht. So ist es dann auch geschehen. Okay. Den Stop habe ich dann hier auf diese markanten Hochs gelegt. Das ist eigentlich schon alles. Und beim Trend Trading ist es halt so, also wenn ich einen Trade habe mit einer Trendfolgestrategie, egal ob ich jetzt eine Hoch-Tief-Ausbruchsstrategie, also das Tief hier zum Beispiel shorte oder ob ich aus der Korrektur heraus handle, es ist immer so, dass der Stop dann meistens auf markante Extrempunkte gelegt wird, jetzt hier in diesem Abwärtstrend auf markante Hochs gelegt wird und im Aufwärtstrend dann natürlich auf markante Tiefs. Das ist so eine Grundregel. Es müssen markante Tiefs sein. Wieso? Da können wir zum Beispiel jetzt mit der Markttechnik argumentieren, aber das ist natürlich ja auch einfach verständlich. Dann einfach, wenn ich hier eingehe und ich lege hier den Stop hin und er würde hier meinen Stop holen, dass sich die Wahrscheinlichkeit einfach ändert, dass der Trend dann noch intakt ist, wenn er markante Hochs einfach bricht. Natürlich, der Markt kann alles machen und wenn er dann hier dreht und nach unten zieht, dann ist es auch so gut, dann wurde ich gefischt, aber die Wahrscheinlichkeit ist eine andere, dass solche Extrempunkte nochmal überboten werden, gerade in solchen schwachen Märkten. Deshalb die vierte Regel, der Stop muss technisch Sinn machen. Das ist auch eine absolut wichtige Regel. Vor allem kombiniert mit der dritten Regel. So, und die fünfte Regel ist kein Break-Even-Stop ohne ein CRV von größer als 1 zu 1, beziehungsweise gleich groß 1 zu 1. Das ist eine Regel, die von vielen, wie will ich sagen, vielleicht zu viel Beachtung finden. Was will ich damit sagen? Viele ziehen den Stop einfach aus Routine oder auch ohne sich großartig Gedanken zu machen, den Stop sofort auf Break-Even, wenn ein potenzielles, also ein Buchgewinn mit einem CRV von 1 zu 1 erreicht wird, was eigentlich nicht immer Sinn macht und das verstehe ich dann auch meistens nicht, denn ich will es hier mal erklären. Also ich hatte ja den Initialstopp hier oben und ja, dann ist er hier, als ich dann hier den Trade eingegangen bin, ist er auch schon in meine Richtung gelaufen. Also mein CRV von 1 zu 1 habe ich jetzt hier schon gut raus. Natürlich mein vorläufiges Kursziel, was ein bisschen besser ist als 1 zu 1, wurde jetzt hier auch erreicht, aber trotzdem wurde hier noch nichts an der Position gemacht, weil er hier noch mit viel Momentum nach unten kommt. Nur, wieso habe ich denn überhaupt auf Break-Even gezogen? Ich habe jetzt überhaupt nicht den Gedanken an diese Regel gehabt, kein Break-Even-Stop ohne ein CRV von größer als 1 zu 1, beziehungsweise, wenn man das mal umkehrt, und eine Regel draus machen würde, immer wenn der Trade ein CRV von mindestens 1 zu 1 hat, zieht den Stop auf Break-Even. Wieso habe ich das nicht gemacht? Weil es keinen Sinn machen würde, wenn der einfach jetzt hier runterkommt, mir hier ein CRV von 1 zu 1 bietet und ich ihn dann hier auf Break-Even ziehe und es trotzdem sein könnte, dass der Trade dann einfach, dass der Stop einfach geholt wird und der Trade noch und weiter kein hochgebrochen wird. Hier natürlich hat es dann einfach Sinn gemacht. Also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ich werde jetzt aber hier noch einen Trade zeigen, wo es keinen Sinn machen würde. Hier hat es einen Sinn gemacht, weil hier mein Entry auch gleichzeitig das Hoch war. Das heißt, wird dieses Hoch hier gebrochen, dann ist es natürlich so, dass ja, dass ich ausgestoppt werde, halt mit plus minus 0. Aber es gibt jetzt hier zum Beispiel im Cable hier, und da hatten wir den Post hier von Maurizio, der mir, der, wo ist er eigentlich? Er ist hier den Cable, das habe ich hier in dieser Linie markiert, er ist hier den Cable Trade eingegangen, auch Trendfolge mit einem Stop von, Moment. Hier das Hoch, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, aber das schließt jetzt heraus, dass er jetzt ein CRV von 2 zu 1 hat, was er mir gerade noch gesagt hat, als wir telefoniert haben. Warte, ich will jetzt hier das erstmal ganz kurz löschen.
Also er ist hier den Trade eingegangen mit Stop hier dieses Hoch und als der Trade dann eingegangen wurde, hatte er ganz kurz mal Buchverluste, die schon ja mehr als 50% des Max des Stop geholt hätten, so wie ich das immer ausdrücke. Also war schon mal leicht in Gefahr, aber gut, der Kurs hat diesen Extrempunkt nicht überboten. Das ist halt diese Wahrscheinlichkeit beim Trend-Trading. Als er dann auch wirklich gut anlief, der Trade, und er auch einen CFV von 1 zu 1 raus hatte, hat er Folgendes gemacht, er hat den Stop auf Einstand gezogen. Das habe ich auch bemängelt bei ihm. Wo war das jetzt ungefähr? Das müsste vielleicht jetzt hier irgendwo sein, denn was ist... Denn wenn der Kurs hier ist, er hat noch nicht dieses Tief hier unterboten und könnte trotzdem nochmal hier, hier zum Entry kommen, ohne auch hier solche Hochs zu verletzen. Also ich will jetzt dem Markt hier nichts aufzwingen und irgendwie sagen, und er darf, und wenn der Trade weiter intakt bleiben will, darf er keine Hochs oder keine Extrempunkte bei der Korrektur brechen. Aber wir müssen halt nach irgendwas gehen und es würde dann halt jetzt keinen Sinn machen, den Break oder auf Break-Even zu ziehen, wenn hier noch kein Extrempunkt gebrochen wurde, beziehungsweise wenn das jetzt kein markantes Hoch ist. Was ich dann gesagt habe, jetzt will ich diese rote Linie, dass wir den Stop von hier mal auf 4 verkürzen können, damit wir diese Hochs hier nehmen. Das wäre aber schon das, was ich maximal gemacht hätte. Denn es hätte jetzt hier keinen Sinn gemacht, auf Break-Even zu ziehen. Und deshalb einfach, viele machen das dann halt, weil sie natürlich risikoarm dann den Trade haben, risikolos den Trade haben möchten und nicht mehr drauf bezahlen möchten, keine Verluste mehr eingehen möchte. Aber man muss natürlich dem Markt einen gewissen Freiraum geben und nicht zu viel Angst natürlich haben. Deswegen gehe ich eher mit Stops so um, dass ich auch da weiterhin Charten markttechnisch begründe. Wie schaut es jetzt aus? Als wir vorhin telefoniert haben, hat er dann nochmal gefragt, wie so meine Meinung wäre mit dem Stop. Also wir unterhalten uns ja momentan. Er wird ja sozusagen von mir, ich will jetzt nicht gecoacht sagen, das klingt in meinen Ohren nicht so schön, aber dadurch, dass er dann gefragt hat, habe ich gesagt, also meine Meinung wäre dann auf dieses Hoch hier zu legen, ist nicht weit vom Entry weg und wenn ich ausgestoppt werde, habe ich einen kleinen Gewinn, aber darum geht es gar nicht, es geht dann einfach um dieses Hoch. Er hat sich dann für eine noch aggressivere Variante entschieden, hat den Stop hier auf dieses Hoch gelegt, was auch dann nochmal eine Stufe aggressiver ist, aber hier wenigstens jetzt markttechnisch begründet ist, nicht Charttechnik. Ich unterscheide da ja immer noch zwischen Chart und Markttechnik und das ist dann hier einfach von der Markttechnik her einfach begründet. Natürlich kann er jetzt hochkommen, kann hier dieses Hoch nochmal komplett rausnehmen, der Markt. Der Trend ist weiterhin intakt. Ich meine, ihr müsst mal gucken, was für einen Trend wir hier haben und wir sind gerade mal hier im H4. Da würde es jetzt kein Problem sein, hier so ein Hoch hier einfach mal zu brechen, aber es ist natürlich dann immer wir sind ja nicht nur Risikomanager, sondern auch Wahrscheinlichkeitenrechner und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit wurde halt sozusagen vom Markt die eher nicht so wahrscheinliche Variante gewählt. Große Rede, kleiner Sinn, wollte ich sagen. Das also letztendlich zu dem Thema wichtigsten Stop-Loss-Regeln. Diese 5 Regeln nehme ich mir eigentlich immer zu Herzen und damit fahre ich eigentlich auch recht gut. Also einmal, der Stop-Loss begrenzt das Risiko eine ganz pauschal und ganz allgegenwärtige Regel und auch immer zu beachten. Da gibt es wirklich überhaupt keine Ausnahmen. Dann das Stop-Management wird aus dem Strategieplan entnommen. Da gibt es auch keine Ausnahmen. Alibi-Stop sowieso nicht. Der Stop muss technisch Sinn machen und kein Break-Even-Stop ohne ein CRV von 1 zu 1, wobei ich da auch sagen muss, noch eine ganz kleine Anmerkung, da kann man natürlich Ausnahmen machen, wenn zum Beispiel bestimmte Marktsituationen sind, da will ich jetzt keine großartig nennen, aber wenn der Trade einfach nicht ins Laufen kommt und dann sagt, okay, ich gebe Ihnen jetzt noch die Chance, noch nach
weiter zu steigen oder zu fallen, aber hier möchte ich jetzt nicht mehr mit Risiko drin sein und jetzt werde ich auf jeden Fall Break-Even ziehen ohne, und ich habe weiter gerade mal ein Risiko vielleicht von oder ein CRV von 0,3 oder so, dann kann man das natürlich brechen, diese Regel, aber das Wichtigste ist eigentlich immer, dass man einfach mit Kopf und Verstand da dran geht und nicht irgendwie wild einen Stopp hin und her zieht, weil letztendlich ist der Stopp das, was wir kontrollieren und das, was einen, ja, unser Erfolg letztendlich garantieren kann, denn der Entry, der ist schon längst in der Hand, schon längst getan. Und wenn man dann hier in so einem Cable drin ist, dann arbeitet man nur noch mit dieser Linie, beziehungsweise auch vielleicht mit einem festen Exit, aber auch unter anderem und größtenteils mit dieser Linie hier, die wir dann dementsprechend ziehen müssen, damit wir das Risiko dementsprechend so wählen, beziehungsweise dann nur noch hier das positive Risiko nur noch so ziehen, damit wir den besten möglichsten die bestmöglichste Chance hier rausziehen können. Okay, das war's zu dem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einfach einen Daumen hoch, damit das auch gut gewertet wird. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.